Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Autor Georg Brun. Hallo Georg, du bist ja heute nicht das erste Mal hier, sondern schon zum zweiten Mal. Aber vielleicht magst du dich ja trotzdem nochmal vorstellen. Grüß dich Emilia, ich will zuerst einmal nochmal ein ganz herzliches Danke sagen, dass du mich eingeladen hast für eine zweite Lesung bei Meine Lesung. Die erste Lesung ist jetzt schon wieder ein paar Monate her und seitdem ist mein zweites Buch über meine Anwältin Olga, die in so ja, leichten Kriminalfällen ermittelt, erschienen. Jetzt hoffe ich doch sehr, dass es allen, die diesen Podcast hören, geht, wie es mir geht. Ich bin sozusagen Stammhörer geworden und so abschnittsweise ziehe ich mir dann immer zwei, drei Podcasts von meine Lesung rein und von daher muss ich also jetzt mich mit der Vorstellung meiner eigenen Person kürzer fassen als das letzte Mal, um deine Hörerinnen und Hörer nicht zu langweilen. Also ich bin der Georg Brun aus München und wie alle Nordlichter unschwer erkennen, ist auch meine Sprachfärbung eine deutlich bayerische. Ich habe beim ersten Mal gesagt, ich kann alles außer Hochdeutsch und ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Ich bin jetzt ein Ruheständler, ein Rentner sozusagen mit knapp 65 Jahren und habe mich, nachdem ich früher historische Romane geschrieben habe, jetzt auf Kriminalromane verlegt und mit der Olga, aus deren zweiten Fall ich heute ein bisschen vorlesen darf, worüber ich mich sehr freue, nochmal danke, liebe Emilia. Und diese Kriminalromane sind also eher etwas leichte Romane. Mir hat mal jemand gesagt, es gibt so cozy Krimis, weil in meinen Romanen immer auch ein bisschen Liebe und Beziehung vorkommt. Also was nicht vorkommt, ist Mord und Totschlag, mit dem ich auch beruflich relativ wenig zu tun hatte, obwohl ich einmal über 5 Jahre im Bayerischen Landeskriminalamt als Kriminaler gearbeitet habe, bevor ich Jura studiert habe und mich dann der Wissenschaft zugewendet habe. Nun denn, also das vielleicht in Kurzfassung zu meiner Person und alles andere kann man ja in dem früheren Podcast meine Lesung nachhören, wenn man mag. Ja, das klingt ja wieder sehr interessant bei dir und erstmal vielen Dank, dass du jetzt ein Stammhörer bist, das freut mich total. Ich kriege ja auch ganz oft Feedback von dir, was mich auch jedes Mal sehr freut und ich finde es auch toll, dass du heute wieder mein Gast bist. Aber verrat uns jetzt mal, wie dein Buch heißt. Ja, also nach dem bodenlosen Fall kommen jetzt gewissenlose Wege. Wieder beim Bookspot Verlag, wieder bei diesem kleinen unabhängigen Verlag vor den Toren Münchens. Und die Olga ermittelt in diesem Buch sozusagen, also kalendarisch sofort im Anschluss ans erste Buch. Man braucht aber den bodenlosen Fall nicht unbedingt gelesen zu haben, um mit gewissenlosen Wegen Vergnügen zu haben. Ja, das hört sich doch prima an. Magst du gleich mal anfangen? Ich bin jetzt natürlich neugierig, wie dein zweites Buch ist. Ja, also vielleicht sage ich vorher tatsächlich nochmal zwei, drei Sätze zur Olga. Also die Protagonistin in diesen Romanen ist eine junge Rechtsanwältin, 32 Jahre alt, wird jetzt bald 33 Jahre alt werden. Sie ist eine Einzelkämpferanwältin hier in München. Das ist ja so etwas, was im Angesicht dieser Großkanzleien und internationalen juristischen Kanzleien eher Seltenheitswert bekommen hat. Aber sie kämpft sich selber tapfer durch. Und sie hat im ersten Buch eine neue Liebe kennengelernt, zu ihrer eigenen Überraschung. Sie hatte das vorher gar nicht so im Fokus, hat sie sich in eine Frau verliebt. Das ist die Sonja. Und das vielleicht so als Vorspruch. Und dann mache ich es, wie ich es letzte Mal auch gemacht habe, wenn dem Autor nichts Besseres einfällt, dann nimmt er zunächst mal
den Romananfang für die Lesung. Und wenn ich darf, fangen wir also mit dem Anfang an. Sie schlich aus dem Schlafzimmer hinaus auf die Dachterrasse. Nach dem nächtlichen Gewitter roch die Luft frisch. Der Himmel war klar und im Osten erhellte ein lila-roter Streifen die Dächer der Stadt. Von weit her tönte das Grundrauschen des mittleren Rings, untermalt von den Rufen des Amselhahns schräg gegenüber, der unermüdlich den Tag begrüßte. Olga genoss diese ruhigen Minuten, wenn der Tag erwachte, besonders auf Sonjas Dachterrasse. Dieser Ort in Höhe der Giebel der Jahrhundertwendehäuser, der vorletzten Jahrhundertwende, um genau zu sein, war ein magischer Ort und ein Geschenk des Schicksals. Ohne Sonja, die noch tief und fest schlief, wäre Olga niemals in den Genuss dieses morgendlichen Augenblicks gekommen. Wie rasch sich ein Leben ändern kann, dachte Olga und erinnerte sich lächelnd an den entscheidenden Abend mit Sonja, der gerade eine Woche zurücklag. Gestern vor einer Woche hatten sie sich beim Italiener zum Dinner getroffen und danach die Nacht miteinander verbracht. In dieser Nacht hatte sich ihr Leben verändert, im wahrsten Sinn von heute auf morgen. Olga konnte es immer noch nicht fassen. Tief in ihrem Herzen spürte sie noch eine gewisse Verunsicherung, nach vielen Jahren mit Liebesbeziehungen zu Männern plötzlich die Liebe mit einer Frau zu erleben. Man krempelt nicht von einer Stunde auf die nächste sein Leben um, ohne darüber nachzudenken, beruhigte sich Olga. Außerdem hatte sie sich in den Menschen Sonja verliebt, in dieses lebendige Geschöpf, das so viel Zärtlichkeit und Geborgenheit schenken konnte. Nicht die körperliche Anziehung, sondern die seelische Zugewandtheit ließ das Gefühl erblühen, das mit Verliebtheit unzulänglich umschrieben war. Jede Stunde mit Sonja war bisher mit Freude erfüllt und gab Olgas Leben zusätzlichen Sinn. Denn das suchte sie, trotz ihrer inzwischen 32 Jahre leidenschaftlich, den Sinn des Lebens. Der wiederum war gestern Abend in einem anderen Zusammenhang in Frage gestellt worden. Von klein auf beschäftigte sie das Thema Gerechtigkeit, aber sie musste wieder einmal erfahren, wie schlecht es darum bestellt war, in der Realität zu gerechten Ergebnissen zu gelangen, weil bei ihrem letzten Fall die beiden hauptsächlichen Übeltäter voraussichtlich straffrei davonkommen würden. Man lebt nicht von Luft und Liebe allein, bekräftigte Olga vor sich selbst und beschloss, im Kampf für Gerechtigkeit weiterhin einen Sinn ihres Lebens zu sehen. Im Osten verbreiterte sich der helle Saum, das Rot changierte in Rosa, das Lila verblasste und mit der aufziehenden Dämmerung spottete der Amselhahn lauthals über die erwachende Stadt. Die Dächer zeigten ihre Farben, vielfach das Rostrot der traditionellen Dachziegel, dazwischen der Grünspan zweier Kupferdächer sowie das Grau moderner Aluminiumverkleidungen. Ein Potpourri von Giebel- und Flachdächern bot sich ihrem Blick. Olga genoss diese Schau über Münchens Dächer. So bemerkte sie erst mit der sanften Berührung an ihrer Schulter, dass sich Sonja neben sie gestellt hatte. »Ein schöner Morgen«, flüsterte sie, »nach einer kurzen Nacht. Hast du gut geschlafen?« »Wunderbar«, antwortete Olga und wandte Sonja ihr Gesicht zu. Weich trafen sich ihre Lippen zu einem zarten Kuss. Aber mit dem Ergebnis unserer Diskussion bin ich nicht zufrieden. Sonja nahm Olga in den Arm und strich über ihren Hinterkopf. Es lag mehr als Trost in dieser Bewegung. Noch ehe Sonja sprach, spürte Olga Aufmunterung und Mut. »Wir finden eine Lösung«, versprach die Computerexpertin, »die meine Anwältin zufriedenstellt. Ich habe da eine Idee.« »Wirklich?« Sonja nickte und fuhr fort, »du musst Geduld haben. Zuerst müssen wir Alex helfen, diesen verschollenen Arzt zu finden.« »Ich sehe schon«, sagte Olga und gähnte.
ihr versteht euch. Alex ist ein spannender Typ und ihr zwei habt mir mit eurem Fall Appetit auf Ermittlungsarbeit gemacht. Mein Leben wird aufregend, seit du aufgetaucht bist. Sonja hauchte Olga einen weiteren Kuss auf den Mund, nahm sie bei der Hand und zog sie in die Wohnung. Während Olga zwei Crema vorbereitete, schnitt Sonja Banane, Erdbeeren und Apfel in zwei Schalen, goss Joghurt darüber und zerkrümelte einige Walnüsse. Nebenbei erhitzte sie die Pfanne mit einem Stück Butter und schlug vier Eier auf. Sunny side up, mit grossem Eiweißrand, so mochten sie beide das Spiegelei am liebsten. Es tut gut, jemanden beim Frühstück am Tisch zu haben, gestand sich Olga ein. Viel zu lange war sie seit Markus Tod allein gewesen und hatte sich morgens nachlässig ernährt. Wie sich das Leben verändern kann, sinnierte sie und setzte sich an den Küchentresen. Sonja jagte zwei Birnen und einige Karotten durch den Entsafter, dann nahm sie neben Olga Platz und prostete ihr schelmisch zu. Auf dein Wohl, Gerechtigkeitsengel! Ist doch wahr, erwiderte Olga, kaum auszuhalten, dass Horbacher und Schusternagel ungestraft fette Beute machen, während andere für zumindest teilweise vorgetäuschte Vergehen in den Knast wandern. Wart nur, die kriegen ihr Fett schon ab. Doch zunächst will ich mit Alex den Arzt aufspüren. Findest du das nicht aufregend, was er uns erzählt hat? Olga nickte und hörte Alex von der türkischen Frau erzählen, die gestern Nachmittag in seiner Detektei erschienen war und um Hilfe gebeten hatte, ihren spurlos verschwundenen Mann zu finden. Zwei Umstände hielt Olga in diesem Zusammenhang für bemerkenswert. Zum einen die Nähe des Arztes zu dem Moscheenverband DITIB, zum anderen die Empfehlung des weit über München hinaus bekannten Rechtsanwalts Presselt, Frau Atasoy solle sich an Alex Sorger wenden. Wie kam diese Frau an so einen prominenten Anwalt? Ihr Mann war als Oberarzt noch kein Kaliber vom Format üblicher Mandanten Pressels, der zudem nicht dafür bekannt war, sich für Ausländer zu exponieren. Berührungen zu einem umstrittenen Moscheenverband wären dem Staranwalt vermutlich mehr als unangenehm, und die dürfte es geben, weil der im Januar neu gewählte Generalsekretär über zwei Ecken mit dem Vermissten verwandt war. In den Computern dieses Verbandes herumzustöbern, macht mich jedenfalls total an, unterbrach Sonja Olgas Erinnerungen. Von diesem Verein hat man ja schon einiges gelesen und man will sich nicht unbedingt mit diesen Herrschaften anlegen. Aber genau das finde ich reizvoll. Lieber wäre mir, du hättest etwas Geduld. Vielleicht löst sich das Rätsel rasch und unkompliziert. Hat Alex nicht gesagt, in mehr als der Hälfte solcher Fälle steckt eine andere Frau dahinter? Das liegt an seiner Stammklientel, untreue Ehemänner. Aber nein, dieser Dr. Atasoy wird nicht wegen einer anderen Frau davonlaufen. Da steckt mehr dahinter. Wir werden sehen. Wann triffst du dich mit Alex? Früher Nachmittag. Danach geht er ins Theater. Felix Grull, ich weiß, Olga lachte, seine Dorothee macht ihm ganz schön Beine. Er tastete sich einen dunklen Korridor entlang, hinter sich ein schabendes Geräusch. Er drehte sich um, konnte jedoch im Düstern nichts erkennen. Wo war er? Er fühlte sich orientierungslos und zunehmend hilflos. Obwohl er immer schneller ging, kam das Geräusch näher. Geradeaus, nur geradeaus verlief der Weg, die Dunkelheit wurde beinahe schwarz. Nun musste er die Arme nach vorne strecken. Es war stockfinster und er sah nichts mehr. Das Geräusch kam näher, wurde lauter, klang wie das Kratzen von Metall auf Steinboden, eher schleifend als klackernd. Unheimlich, besorgniserregend. Ihm brach der Schweiß aus. Er lief los, hinein in ein Nachtschwarz, wie er es nicht kannte. Arme voraus, rennen, atmen, kurzatmig werden. Angst. Laut nun das Geräusch, unmittelbar hinter ihm. Ein kalter Lufthauch. Schreiend
wachte Alex Sorger auf. Wie immer, wenn er diesen Traum erleiden musste. Dabei träumte er diese Szene seit vielen Jahren so regelmäßig, dass er sich nach dem Aufwachen mittlerweile fragte, warum ihn diese surreale Situation so ängstigte. Sein Leben als Privatermittler hielt kaum Aufregendes bereit. Weder war er in den letzten 10 Jahren in eine tätliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen, noch in eine Verfolgungsjagd. Seine Waffe war neuerdings eine Canon EOS RP mit bestechender Bildqualität, leicht und kompakt, und der blitzschnelle Autofokus half ungemein bei den Schnappschüssen auf die abenteuerlustigen Männer, denen er im Auftrag der betrogenen Ehefrauen auflauerte. Mal sehen, dachte Alex und schälte sich aus dem zerwühlten Bett, ob es sich bei Bülent Atasoy um einen Durchschnittskunden handelt oder ob sein spurloses Verschwinden einen ernsteren Hintergrund aufweist. Während er duschte, erinnerte er sich an den Besuch der verängstigten Ehefrau, die ein idealisiertes Bild ihres Gatten gezeichnet hatte, sowie daran, dass seine erste, oberflächliche Recherche an Atasoys Arbeitsplatz zu keiner Erkenntnis geführt hatte, wobei er bisher lediglich einen kleinen Rundgang durch die chirurgische Klinik hatte unternehmen können, ehe er sich mit Olga und Sonja hatte treffen müssen. Beim Gedanken an Olga, die junge Anwältin, die ihn vor 3 Jahren in einem Verfahren wegen Hausfriedensbruchs herausgehauen hatte und mit der er seitdem befreundet war, lächelte er. Sie hatte ihn gestern Abend damit überrumpelt, ihm Sonja als ihre Freundin vorzustellen. Aber irgendwie war er kaum überrascht. Er hatte schon seit längerer Zeit das Gefühl gehabt, dass sie nicht übermäßig an Männern interessiert war. Zumindest nicht, seit ihr Lebensgefährte und Kletterpartner Marco, den er leider nie persönlich kennengelernt hatte, auf tragische Weise verunglückt war. Sonja schien ein außergewöhnlicher Mensch zu sein, in den man sich durchaus verlieben, den man aber auf jeden Fall sympathisch finden konnte. So war es gestern nicht bei einem Kirschweizen in Olgas Lieblingsgrillbar in der Maxvorstadt geblieben. Als sie sich kurz vor Mitternacht verabschiedet hatten, hatte Alex den Überblick über die genossenen Alkoholiker verloren, aber interessante Einsichten gewonnen. Einerseits waren sie sich einig geworden, das Ergebnis ihrer aktuellen Recherchen über Horbacher und Schusternagel nicht tatenlos im Raum stehen zu lassen, sondern der Gerechtigkeit auf die Sprünge zu helfen. Andererseits waren sie zu einer zukunftsweisenden Übereinkunft für eine nachhaltige Zusammenarbeit gelangt. Sowohl Sonja als auch Olga wollten ihn im Fall des vermissten Bülent Atasoy unterstützen. Beschwingt stieg er aus der Dusche, zog sich an und machte sich auf den Weg in sein Büro in der Innenstadt. Noch war wenig Verkehr und das Fahrradfahren durch die frische Luft machte Spaß. Das Gewitter hatte die dringend notwendige Abkühlung gebracht. Heute würde seit langem der erste Tag mit Höchsttemperaturen unter 30 Grad sein. Gut für den Theaterbesuch, freute sich Alex, der aufgeregt war, weil er mit seiner neuen Flamme Dorothee das erste Mal zu einer Aufführung gehen würde. Sie kannte die Inszenierung schon und hatte sich als profunde Theaterliebhaberin geoutet. Alex hingegen ging nur gelegentlich ins Kino oder Theater und fürchtete ein wenig, sich bei der scharfsinnigen Staatsanwältin, in die er sich Hals über Kopf verliebt hatte, als Kulturbanause zu blamieren. Doch als er sein Büro betrat und die Fenster öffnete, um die klare Luft hereinzulassen, schob er den anstehenden Theaterbesuch beiseite. Erst musste er in Sachen Atasoy ein paar Hausaufgaben erledigen. Je mehr Alex zu Bülent Atasoy aus dem Internet herauszog, umso größer wurde sein Respekt vor dem Arzt, der in einer der Münchner Universitätskliniken als leitender Oberarzt arbeitete und, wenn er das Organigramm richtig interpretierte, unmittelbar unterhalb des Chefarztes der Vorgesetzte von rund 50 Ärzten war. Als außerplanmäßiger Professor führte er neben seiner chirurgischen Tätigkeit
umfangreiche Forschungsarbeiten durch und veröffentlichte hochkarätige Studien, leitete eine vielköpfige Forschergruppe, war mehrfacher Doktorvater und international nachgefragter Referent auf diversen Kongressen, darunter einige große Ereignisse der Pharmaindustrie. Seine Profile auf LinkedIn, Xing und Facebook zeigten einen strahlenden Mann mit dynamischer Karriere und einer Breite an Zusatzqualifikationen, die ihresgleichen suchte. Das alles mit gerade einmal 45 Jahren. Dazu war er Vater dreier Söhne und Gatte einer attraktiven Frau. Auf Facebook konnte sich davon jeder selbst ein Bild machen, denn mit offensichtlicher Freude hielt er auf seinem Portfolio seine Frau im Arm und präsentierte die drei Söhne mit einem Stolz, wie er nur einem glücklichen Familienvater eigen ist. Der steht auf der Sonnenseite des Lebens, dachte Alex Sorger und wunderte sich lediglich, dass auf dem Bewertungsportal keine einzige Bewertung zur ärztlichen Leistung des Chirurgen zu finden war. Obwohl dort etliche Details registriert waren und seine Seite oft aufgesucht wurde. Kann man einen Chirurgen nicht bewerten? Fragte sich Alex Sorger. Googelte noch ein wenig und stellte fest, dass Klinikärzte grundsätzlich keine individuellen Bewertungen bekamen. Dann dürfte Atasoy in der Tat ein Erfolgsmensch sein, folgerte Alex, denn nicht nur Atasoys Werdegang, vom Studenten zum Arzt, dann Doktortitel, Facharzt für Chirurgie, anschließend Facharzt für Viszeralchirurgie. Nachschlagen, was das bedeutet, notierte Alex auf einem Schmierzettel, dann Privatdozent und Oberarzt und neuerdings außerplanmäßiger Professor. Ha, das zeugte von Zielstrebigkeit. Nein, auch sein Motto, geht nicht, gibt's nicht, das er auf Facebook eingestellt hatte, bewies seinen Ehrgeiz. Vermutlich war Atasoy ein durchsetzungsfähiger Chef. Damit kann man sich Feinde machen, überlegte Alex. Mit Twitter dagegen eher nicht, denn er besaß zwar ein Konto, aber es fanden sich von ihm keinerlei Tweets. Ebenso wenig gab es Hinweise auf Vereins- oder Parteimitgliedschaften. Die virtuellen Fingerabdrücke beschränkten sich auf seinen Beruf und die Familie, und wenn man annahm, dass der BMW X5, vor dem er sich mit seinen kleinen Söhnen hatte ablichten lassen, sein Eigentum war, konnte man über das allgemeine Wissen hinaus, wie gut Ärzte verdienten, erahnen, dass er über Vermögen verfügte. Rasch listete Sorger anhand des Publikationsverzeichnisses einige Forschungsthemen auf, die sich mit Krebserkrankung, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und Darm befassten, fast alles auf Englisch und so fachspezifisch, dass Alex es rasch aufgab, im Wörterbuch nachzuschlagen. Eher aus Neugier und weil ihm noch 5 Minuten blieben, googelte er den Chefarzt der Klinik und fand einige ältere Schlagzeilen mehrerer Münchner Tageszeitungen. Organspendeskandal, Chirurgiedirektor gefeuert. Da schau her, murmelte Alex und druckte die Artikel einen nach dem anderen aus, wobei er in einem Beitrag einen Absatz, den er besonders interessant fand, mit Leuchtstift markierte. Zitat: Nach hiesigen Informationen geht es inzwischen nicht mehr nur um Manipulationen, durch die einzelne Kranke schneller eine Spenderleber erhielten. Einer Patientin ist darüber hinaus eine Leber transplantiert worden, obwohl dies nach Ansicht von Fachleuten gar nicht nötig gewesen sei. Die Patientin litt unter einer chronischen Hepatitis C. Ihre Leber arbeitete aber noch so gut, dass ihre Werte unbedenklich waren. Dennoch wurde ihre Leber durch das Organ eines 80-jährigen Spenders ersetzt. Nach 4 Wochen versagte die Spenderleber. Es folgten 2 weitere Transplantationen, doch die Patientin starb. Aus Klinikkreisen heißt es, alle zuständigen Ärzte hätten sich wegen vermuteter Erfolglosigkeit gegen die 3. Transplantation ausgesprochen. Warum sich der Chirurgiechef über die Bedenken hinwegsetzte, ist unklar. Zitat Ende. Ob Atasoy in diese Angelegenheit verwickelt war? Spannende Frage.
Später, wenn ihn Sonja besuchen käme, um über einige Internetrecherchen der besonderen Art zu sprechen, würde er diesen Aspekt mit ihr erörtern. Jetzt schloss er die Augen und rekapitulierte die Schilderungen der besorgten Ehefrau. Obwohl ihm sofort der naheliegende, weil in solchen Fällen immer auftauchende Gedanke durch den Kopf geschossen war, dass der Ehemann einen durchaus femininen Grund gehabt haben könnte, von der Bildfläche zu verschwinden, stellte Alex die Vorstellung, der türkischstämmige Chirurg vergnüge sich irgendwo mit einer Geliebten zunächst zurück. Der Doktor war mit Sicherheit ein ehrgeiziger Erfolgs-, aber eben auch ein Familienmensch. Er würde vermutlich mit hemmungsloser Selbstverständlichkeit eine Geliebte haben, aber nicht mit dieser durchbrennen. Und falls doch, hätte er eigentlich kaum einen Grund, es heimlich zu tun. Von daher, schlussfolgerte Alex, habe ich es nicht mit einer eifersüchtigen, sondern in der Tat mit einer besorgten Ehefrau zu tun, wofür insbesondere der Umstand spricht, dass sie auf Empfehlung von Rechtsanwalt Presselt meine Hilfe gesucht hat. Alex kannte den prominenten Anwalt allzu gut. Florian Presselt war ein mit allen Wassern gewaschener Jurist, ein schlauer Fuchs, der mit empfindsamer Nase durch jedes rechtliche Unterholz schnüffelte, um die seinen Mandanten genehme Beute aufzuspüren und zu erlegen. Der schickte ihm nicht einfach eine besorgte Ehefrau, der hatte seine eigenen Gedanken. »Ich muss mit ihm sprechen«, beschloss Alex und schenkte sich ein Glas aufgesprudeltes Wasser ein. Es schmeckte schon ein wenig fad, aber er hatte zu wenig getrunken und spürte hinter den Schläfen den Anflug von Kopfschmerzen heraufziehen. »Ein Glück, dass manchmal die einfachen Dinge wirken«, dachte er und griff zum Telefon. »Ihren Anruf habe ich bereits gestern erwartet«, Presselt klang besorgt. »Wir sollten uns rasch zusammensetzen, lieber Herr Sorger. Haben Sie noch Kontakt mit dieser jungen Anwältin? Wie heißt sie gleich nochmal?« »Meinen Sie Frau Swatschuk?«, fragte Alex überrascht. »Genau, die ist tüchtig. Bringen Sie die Kollegin mit, sagen wir um 17.30 Uhr in meinem Innenstadtbüro.« »Wie viel Zeit soll ich einplanen?« »Eine gute Stunde genügt fürs Erste. Abgemacht?« »Geht klar. Bis dann.« Alex schüttelte den Kopf. Mit was für einer Selbstverständlichkeit der Promi-Anwalt seine Vorstellungen umsetzte, nötigte ihm Respekt ab. Da gab es weder Zögern noch Zaudern, kein überflüssiges Wort und kein Wenn und Aber. Wenn Presselt etwas sagte, galt es. So einfach war das, wenn man Charisma hatte. Aber warum wollte er Olga dabei haben? Was hatte das zu bedeuten? Die Suche nach Bülent Atasoy jedenfalls versprach mehr als spannend zu werden. Soweit, liebe Emilia, der Romananfang rund um den verschollenen türkischstämmigen Arzt Bülent Atasoy. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Stell die doch bitte einmal vor. Ja, also zur Olga habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Also ich glaube, da kam eben aus dem Text schon heraus eine junge Rechtsanwältin, die auf eigene Faust unterwegs ist und die eine neue Lebensgefährtin, eine neue Liebe gefunden hat. Und diese Sonja, die an Olgas Seite ist, ist eine IT-Expertin, die ein Start-up gegründet hat, das sehr erfolgreich war. Und dann wird es mit Start-ups leider so ist, irgendwann braucht man Investoren und dann hat sie ihr Start-up gut verkauft und ist also damit zu Geld gekommen und hat also auch Spaß daran, dann durch das eine oder andere White-Hacking der Gerechtigkeit auf die Sprünge zu helfen. Der Alex, das ist der Privatermittler, dem die Olga vor ein paar Jahren geholfen hat aus einer Bredouille heraus, wo er wegen eines Hausfriedensbruchs angeklagt war und seitdem sind die beiden miteinander befreundet. Der Alex ist ein früherer Kriminalhauptkommissar,
der aber wegen einer ja nicht ganz rechtsstaatlich in Ordnung seienden Haltung bei der Beweisermittlung damals den Dienst quittieren musste und seitdem als Privatermittler arbeitet. Und der Alex, also meistens liegt er dann mit seiner Kamera auf der Lauer, um untreue Ehemänner zu fotografieren, wenn den Frauen das Ganze zu bunt geworden ist. Der Alex hat sich also in eine Staatsanwältin verliebt und jetzt muss er also versuchen, dass er also mit Recht und Gerechtigkeit ordentlich arbeitet, damit er mit seiner neuen Flamme, der Staatsanwältin Dorothee, nicht in Konflikt kommt. Das sind also die drei Personen, die sich auf die Suche nach einem vermissten Arzt machen und also die Ermittlung vorantreiben. Und wir haben ja gesagt, und so ist es ja in deinem Podcast, soweit ich mir die anhöre, fast immer, dass es zwei Teile gibt. Im zweiten Teil werde ich dann nur noch über den sogenannten Bösewicht vorlesen und weil ich den dann quasi mit dem Text aus dem Buch nahe bringen will, werde ich zu meinem sogenannten Bösewicht jetzt noch nichts sagen. Das ist ziemlich clever von dir. Gell? Ja. Ja, man lernt ja dazu, gell? So ein Podcast. Ne? Also deine Podcasts werden ja auch immer spannender, stelle ich fest. Dankeschön. Bitteschön. Aber erzähl doch mal, wo dein Buch spielt. Also, die Olga ist ja in München und nachdem ich nichts kann außer Bayerisch, ne, spielt das Buch auch in erster Linie in München. Es ist auch wieder überschrieben mit dem Untertitel Ein München-Krimi. Allerdings machen wir diesmal einen zusätzlichen Ausflug nach Istanbul und so kommt also zum Münchner Lokalkolorit noch ein kleines bisschen Bosporus-Flair dazu. Klasse. Finde ich schön. Und du darfst jetzt sogar weiterlesen, weil ich bin jetzt natürlich noch mehr neugieriger als schon vorher, wie es jetzt weitergeht. Mit dem Bösewicht. Dem Bösewicht. Ja, okay, also wir machen das einfach, wenn wir das immer gerne machen, sozusagen einfach mit rein. Es ist das vierte Kapitel im Buch. Wir haben also jetzt ein Kapitel sozusagen übersprungen. Und wir kommen also jetzt zu dem, ja, in Anführungszeichen Bösewicht. Jetzt geht's los. Aus lauter Langeweile schlug Leone Riello in Wikipedia nach und las. Zitat: Der Begriff des Maklers bezeichnet in Deutschland den Vermittler einer Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen. Zitat Ende. Er lachte lautlos in sich hinein und kippte das Gläschen mit dem Nussschnaps. Haselnuss. Kräftiges Aroma, weich im Abgang, genau so wie Leone klare Obstbranntweine mochte. Obwohl er eigentlich eine kräftige Grappa jedem Obstbranntwein vorzog, allein schon aus heimatlicher Verbundenheit. Seine Wiege stand in Valbrona, wo er bis in seine eigenen 20er hinein den Eltern im Albergo Sala zur Hand gegangen war, nicht nur aus Dankbarkeit für die Möglichkeit einer soliden Ausbildung an der Geige, sondern auch aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, denn mit der Musik konnte er seinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Trotz seiner ungebrochenen Liebe zur Violine hatte sich daran im zurückliegenden Vierteljahrhundert nichts geändert, obwohl er viele seiner freien Minuten seiner Guarneri widmete. Eine Schande, diese gut erhaltene Violine aus dem frühen 18. Jahrhundert dem breiten Publikum vorzuenthalten, dachte Leone und überlegte wieder einmal, sich als Makler in eigener Sache zu betätigen und den Intendanten der Mailänder Scala davon zu überzeugen, ihn für ein Violinkonzert einzuladen. Die Sache hatte leider nicht nur einen Haken.
Niemand wusste, dass er im Besitz dieser Geige war. Und weil er sie als Maklercourtage für eine besonders erfolgreiche Geschäftsvermittlung erhalten hatte, durfte das auch niemand erfahren. In der Sammlung von David L. Fulton in Seattle gingen die amerikanischen Kulturbanausen jedenfalls davon aus, sie besäßen das Original. Die dortige Kopie fand Leone wirklich äußerst gelungen. Nun, zur Not könnte er mit seiner Mittenwalder Geige von Georg Reiter aufspielen. Doch ein öffentlicher Auftritt würde womöglich sein einträgliches Geschäftsmodell beeinträchtigen. Und seinen Lebensstil konnte er nur dank effektiver und geräuschloser Vermittlungstätigkeit finanzieren. Dabei lebte Leone bescheiden, fuhr beispielsweise bevorzugt mit seinem unauffälligen Skoda und löste im Zug ein Ticket zweiter Klasse, wenn nicht gerade der Supersparpreis für die erste Klasse günstiger war. Flugzeuge mied er, wo er konnte. Und wenn, nahm er den Aufpreis für die bequemeren Sitze am Notausgang in Kauf, flog aber Economy und niemals Business oder gar First Class. Das erregte nur unnötig Aufmerksamkeit. Lieber erfreute er sich seiner Möglichkeiten im Verborgenen, weshalb er in seinem Landsitz in Vignola nicht nur die Guarneri aufbewahrte und im schallgeschützten Keller spielte, sondern auch an einem Original von Lukas Cranach seine Freude hatte. Den Alltag versüßten ihm zweifellos seine diversen Unterkünfte, die es ihm ermöglichten, trotz einer gewissen Internationalität seiner Geschäfte vielfach ohne Hotelaufenthalte auszukommen. In London gehörte ihm ein unscheinbares Loft in Camden, in Rom besaß er ein kleines Zwei-Zimmer-Apartment in der Via de Montoro und in München bewohnte er eine kompakte Drei-Zimmer-Dachgeschosswohnung mit Blick auf den Viktualienmarkt. Das war ihm, abgesehen von Vignola, seine liebste Behausung. Schon mit Ende 20 hatte er sich in die britische Landeshauptstadt verliebt, seinem älteren Bruder sei Dank, der in alter Familientradition in Schwabing eine Pizzeria eröffnet hatte. Ricardos Il Forno hatte rasch ein treues Stammpublikum gewonnen und war im Übrigen zu einer bedeutenden Finanzdrehscheibe im erweiterten Familienverbund avanciert, was wiederum Leones Einstieg in den Maklerberuf deutlich erleichtert hatte. Leone schmunzelte, als er sich an seinen ersten Auftrag erinnerte, in Nürnberg einen überschaubaren Geldbetrag abzuholen und diesen bei Ricardo im Il Forno zu konsumieren. Bald waren die Summen angewachsen und er hatte zunehmend Vertrauen genossen im Kreis der Familienmitglieder. Und die Riellos waren eine wirklich große Familie. Vermutlich hätte seine Karriere die übliche Entwicklung genommen, wenn ihm nicht die Musik zu Hilfe gekommen wäre. Anlässlich eines Vorspiels beim Orchester des Nationaltheaters hatte er sich mit einem Mitarbeiter des Intendanten angefreundet. Eines Tages wollte Ricardo für ein Familienmitglied zwei Opernkarten besorgen, aber die Premiere war restlos ausverkauft. Leone konnte dank seines Freundes zwei Plätze in einer vorderen Reihe des Parketts vermitteln. Das war die Geburt des Maklers Leone gewesen. Dieser Makler blickte nun ungeduldig auf seine Uhr. Sein Geschäftspartner war überfällig und hätte bereits vor einer Stunde anrufen sollen. Leone konnte Unzuverlässigkeit nicht ausstehen. Unpünktlichkeit hasste er geradezu. Sollte Hamsi Schuruk keine perfekte Entschuldigung vorbringen, wäre ihre weitere Zusammenarbeit beendet. Das Geschäft, das er heute zu vermitteln hatte, erforderte höchste Diskretion. Deshalb konnte das Telefonat nur über seinen Anschluss hier in der Wohnung am Viktualienmarkt geführt werden. Nur diese Leitung war abhörsicher genug. Von der Illusion einer sicheren Leitung hatte sich Leone längst verabschiedet, weil er wusste, dass mit entsprechendem Aufwand jede Leitung gehackt werden konnte. Daher sprach er am Telefon niemals Klartext.
Um aber die Möglichkeit für etwaige Dechiffrierungen so gering wie möglich zu halten, nutzte er nur hinreichend geschützte Leitungen. Heute schien ihm das besonders wichtig, weshalb er die Wohnung nicht verlassen konnte, obwohl ihn draußen der Sommertag lockte. Entsprechend verärgert war er, als endlich die ersten 6 Takte von Mendelssohns Opus 64 erklangen. Diesen Klingelton hatte Leone mit Bedacht gewählt. Denn die hinschmelzende Melodie erzeugte in ihm zuverlässig jene professionelle Freundlichkeit, die die Basis seines Geschäftserfolgs darstellte. Das war sein Alleinstellungsmerkmal in der Familie Riello, diese ausnahmslose Freundlichkeit und der völlige Verzicht auf Drohungen irgendeiner Art. Seit er vor über 25 Jahren seinen Hauptwohnsitz in München genommen hatte, anfangs in einem 12 Quadratmeter Apartment in Schwabing in der Nähe des Nordbads, hatte er eine alte deutsche Weisheit verinnerlicht. Mit dem Hut in der Hand kommst du durchs ganze Land. Mit Freundlichkeit und Beharrlichkeit konnte er beinahe jedes Geschäft vermitteln. Die wenigen Ausnahmen ließen sich an einer Hand abzählen. Leone fühlte, wie ihm die Musik des Telefons und der Stolz auf seine Geschäftsbilanz die Freundlichkeit auf die Zunge träufelte. Er wartete noch 6 Takte Mendelssohn ab, dann meldete er sich fröhlich. Riello? Er war außer sich und wollte am liebsten das Porzellan eines ganzen Schrankfaches gegen die Wand werfen, um seinem Ärger Luft zu machen. Amsi Schuruk hatte ihn maßlos enttäuscht und in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht. Nicht genug damit, dass er die bestellte Ware nicht liefern konnte, er hatte zudem eine unentschuldbare Komplikation im Betriebsablauf verursacht. Wie in aller Welt sollte er diese Betriebsstörung rasch und geräuschlos beheben. Glühend vor Jähzorn trat Leone Riello auf seine Dachterrasse und betrachtete den ihm zu Füßen liegenden Marktplatz. Freitagnachmittag wimmelte es von einkaufswütigen Münchnern und schaulustigen Touristen. Ein buntes Treiben, das Leone ans Herz gewachsen war und ihn allmählich beruhigte. Emotionen hatten in seinem Business noch nie geholfen. Jetzt galt es, ruhig Blut zu bewahren und die nächsten Maßnahmen mit Bedacht zu erwägen. Ein Franziskaner-Weißbier könnte dabei helfen, sagte er sich. Er dankte Gott für die Liebe, die es ihm angedeihen ließ, indem er ihn mit Humor und Freundlichkeit ausgestattet hatte. Leone schlüpfte in seine Sneakers, verließ die Wohnung und schlenderte die Treppe hinab. Er fand einen Platz am Tisch einer japanischen Kleingruppe und Franzi, die Stammbedienung, brachte ihm unaufgefordert sein Weißbier. Er reichte ihr 7 €, damit er jederzeit aufstehen und gehen konnte, nickte den Japanern freundlich zu und genoss den ersten Schluck. Danach war das Glas nur noch halb voll. Was ist zu tun? Fragte er sich. Das Gescheiteste wäre es gewesen, die Geschäftsbeziehung sofort zu beenden. Aber dadurch würde er sich den Libanesen womöglich zum Feind machen. Denn die Schuruks galten als empfindliche Familie. Außerdem hatte ihm Hamsi versprochen, bis übermorgen Ersatz zu beschaffen und dann einen weiteren reibungslosen Ablauf garantiert. Leone verfügte zwar über hervorragende Verbindungen, aber ob er von einem anderen Lieferanten innerhalb von 2 Tagen die dringend benötigte Ware bekäme, schien ihm zweifelhaft. Bei dem Geschäft zählte jeder Tag. Und weitere Komplikationen galt es zu vermeiden. Konnte Hamsi am Sonntag liefern, stünde der Fortsetzung ihrer Handelskontakte nichts im Wege und Leone hätte bei den Schuruks einen Gefallen gut. Das konnte sich irgendwann auszahlen. Leone dachte stets in langfristigen Dimensionen. Dem schnell verdienten Dollar lief er nicht hinterher. Sein Geschäftsmodell war auf Nachhaltigkeit angelegt. Er schmunzelte, weil das als Schlagwort in die öffentliche und politische Diskussion Eingang gefunden hatte. Mit dem nächsten Schluck leerte er das Glas fast vollständig. Ah,
Das tat gut. Den Rest ließ er stehen, stand auf und machte sich auf einen gemütlichen Rundweg über den Viktualienmarkt. Was Hamsi betraf, hatte er seine Entscheidung getroffen. Er würde die Nachlieferung akzeptieren. Nun aber musste er den zweiten Partner des Vertrages, den Empfänger der Lieferung, besänftigen und vertrösten. Und das war keine leichte Aufgabe. Immerhin vermittelte Leone hier ein Geschäft im Volumen eines attraktiven italienischen Sportwagens. Und die Empfängerfamilie der Al-Giurini gehörte zur besonders erfolgsverwöhnten Klientel sowie zu den besten Geschäftsfreunden, die Leone hatte. Da hieß es, die richtigen Worte zu finden. Zudem war die Lieferung dringlich. Die notwendigen Maßnahmen nach Erhalt der Ware erforderten eine komplexe Logistik. Ein Rädchen griff da ins andere. Gestörte Betriebsabläufe wuchsen sich rasch zu einem beinahe unlösbaren Problem aus. Leone wusste, dass er mehrere Telefonate führen musste. Keinesfalls durfte er sich die Laune verderben lassen. Also ging er noch bei dem versteckten Schokolatier neben der Kirche vorbei und kaufte sich zwei Tütchen Schokotrüffel, einmal die Sorte mit Ingwer und einmal die mit Chili. Schokolade machte ihn sanftmütig und wirkte auf das Timbre seiner Stimme noch besser als die berühmte Kreide, die der Wolf im Märchen gefressen hatte. »Nichts ist unmöglich«, flüsterte Leone und machte sich auf den Heimweg. Das war mein Bösewicht. Dankeschön. Bitteschön, sehr gerne. Ein spannender Bösewicht. Ja, ihr habt wahrscheinlich alle schon erraten, in welcher Art von Familie er zu Hause ist. Aber also mehr Spoiler gibt es jetzt nicht mehr. Das ist jetzt schade für mich, aber das verstehe ich. Danke. Genau, lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. War dir von Anfang an klar, dass nach Teil 1 Teil 2 folgt oder kam das dann einfach so? Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, und ich hoffe, du fasst es jetzt nicht als Drohung auf, war mir von Anfang an klar, dass ich auf jeden Fall 3 Teile schreiben will. Oh. Und so Gott will, ich bei dir nächstes Jahr im Sommer vielleicht anklopfe, um dann den dritten Fall von Olga vorstellen zu dürfen. Würde mich sehr freuen, aber noch sind wir nicht so weit. Also als ich die Olga entwickelt habe, habe ich sofort an eine Trilogie gedacht. Ich habe auch ein strenges erzählerisches Konzept entwickelt für die ersten 3 Olga-Romane. Da kommt so ein bisschen der alte Strukturalist raus. Also ich habe einmal vor vielen Jahren eine Geschichte veröffentlicht, so eine Kurzgeschichte, mit dem Trick, auf den Vokal O in der ganzen Geschichte zu verzichten. Also es gibt ja so Spielereien in der Literatur, und nachdem ich ja früher schon relativ aktiv war, wenngleich nie als großer Bestseller-Autor bekannt geworden bin, habe ich also das eine oder andere gemacht. Also von der Grundstruktur her ist die Olga von Haus aus auf 3 Bände angelegt, wobei die Bände unabhängig voneinander zu lesen sind, und ist aber für Leserinnen und Leser, die gern mal so eine Reihe zur Hand nehmen, natürlich wahrscheinlich ganz nett ist, 1, 2, 3 in dieser Reihenfolge zu lesen. Und von daher ist also die Geschichte von den gewissenlosen Wegen von Haus aus in meinem Kopf gewesen. Ah, interessant. Wie ist das bei dir? Planst du oder schreibst du einfach drauf los? Ja, im Grund bin ich, das habe ich ja im letzten Podcast etwas ausführlicher erzählt, ein Märchenerzähler, der früher seiner kleinen Tochter im Bett zum Einschlafen Märchen erzählt hat und später dann wieder sich selbst. Und ich schreibe also ziemlich viel aus dem Bauch heraus. Zugleich bin ich aber nicht ganz planlos. Ne? Also als ich angefangen habe, dann hatte ich eben die Vorstellung, ich will eine Trilogie machen.
Weil du kannst heutzutage Geschichte schwer, also im unterhaltenden Bereich der Literatur erzählen, und dann hat das Buch 800 Seiten. Das nimmst du auf keine Liegewiese mehr mit, das ist im Schaukelstuhl nichts. Das ist halt so, und auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen in sich auch abgeschlossene Geschichten erzählt, die eine Klammer haben, dann ist es sowieso schöner, das in drei Büchern zu machen. Und also, diese Vorstellung hatte ich von Anfang an, und ich hatte zu jeder Geschichte einen groben Fahrplan im Kopf, einen groben Fahrplan. Und wie es sich dann ausentwickelt, das überlasse ich dann zu meinem eigenen Vergnügen mir selbst an der Tastatur, am Computer, und da überrasche ich mich dann mindestens einmal pro Woche, weil mir was einfällt, an was ich zuvor noch überhaupt nicht gedacht hatte. Welche Taste an deinem PC ist bei dir am meisten abgenutzt? Also ich fürchte die Enter- und die Delete-Taste. Ja, also früher, also ich habe meinen ersten Roman, den habe ich noch mit der Hand mit Bleistift auf unliniertes Papier geschrieben und dann irgendwann transkribiert in die Schreibmaschine. Und wenn du dann drüber gegangen bist, dann hast du halt umeinander geschmiert und korrigiert und gestrichen, und irgendwann hast du das Ganze dann nochmal abschreiben müssen. Und mittlerweile habe ich mich ans Schreiben am Computer gewöhnt, und am Folgetag lese ich immer als allererstes streng, was ich am vorherigen Tag geschrieben habe, und dann kommt, ist halt so, ne? Die Delete-Taste relativ häufig zum Einsatz. Liest du viele Bücher? Jein. Also ich habe früher sehr viel gelesen, dann hatte ich so eine Phase, da habe ich relativ wenig gelesen, und dann, als ich mit dem Schreiben vor 16 Jahren aufhörte, weil ich beruflich so eingespannt war, da habe ich sehr viel im Zug und im Flugzeug und auf den ganzen Wartezeiten, wenn man auf Dienstreisen ist, gelesen. Und jetzt seit mehreren Jahren lese ich also auch im Fitnessstudio ganz fleißig. Witzigerweise habe ich diese Eigenschaft der Olga geschenkt. Ne? Außerhalb von Flugzeug, Eisenbahn und Fitnessstudio lese ich eher wenig, weil wenn ich am Schreiben bin, dann muss ich ja viel so ein bisschen rumrecherchieren, und dann liest am Computer dies und das oder suchst du irgendwo Artikel raus. Und seit ich Podcasts entdeckt habe, das ist eine junge Entdeckung, also ich habe Anfang des Jahres erst Podcasts entdeckt, dann dank eben auch dir und deiner schönen Meine Lesung, höre ich mir sowas gerne an. Das freut mich natürlich zu hören. Sehr schön. Ist wie Hörbuch, oder? Ja, mit Hörbüchern habe ich es nicht so. Also ich habe natürlich mit der Kleinen, mit meiner Tochter, wenn wir Auto fahren waren, dann haben wir oft so Kassetten eingelegt. Damals gab es im Auto ja noch einen Kassettenrekorder. Dann den bekannten Sachen, so Cornelia Funke und so Sachen, die du als Erwachsener im Grunde auch hören kannst. Das hat dann die Autofahrten verkürzt, wenn man irgendwo hingefahren ist. Aber ansonsten bin ich eigentlich kaum ein Hörbuchhörer, und dummerweise mir schenken meine Freunde dann immer so, also ich habe ein wunderbares Hörbuch Seneca, ne? Aber sagen wir mal unter uns so ganz ehrlich, ne? Also wenn du ein bisschen müde bist, willst du dann Seneca hören, ne? Nein, ne? Dann schaust du doch lieber einen Tatort an. Ja, das stimmt. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ach ja, da bin ich fleißig geworden, obwohl ich also ein digitaler Immigrant bin. Also es gibt eine von mir erst vor kurzem relaunchte Homepage, die sich jetzt nur noch mit Literatur befasst, unter www.georgbrun.de, also ganz einfach. Dann gibt es mich auf Instagram unter Brun Georg, also @BrunGeorg. Und weil ich die Olga so ins Herz geschlossen habe, gibt es mich auf Instagram auch als @Olga.ermittelt.
Und weil ich ein Gegengewicht brauche, ein erzählerisches zur Olga, gibt's mich auf Instagram seit einigen Tagen auch unter @nathanweiß.ermittelt, weil vor Weihnachten ein anderes Buch von mir erscheint, so ein eher etwas reißerischer Krimi, in dem es auch Mord und Totschlag gibt. Und da darf ein alter Hautegen ermitteln. Also wir denken trotzdem nicht an Wallander, weil mein Nathan Weiß nicht so viel säuft und auch noch nicht so bekannt ist. Er ist ja noch ganz unbekannt. Also auf Instagram kann man sich über 3 Kanäle von mir freuen und auf Facebook bin ich mit meinem Klarnamen Georg Brun unterwegs und auf YouTube findet man mich auch mit meinem Klarnamen Georg Brun. Aber auf YouTube fröne ich also meiner großen Leidenschaft Alpinismus. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Im Buchhandel? Online? Alles. Also Bookspot Verlag ist ein netter, kleiner, unabhängiger Verlag. Die haben auch keinen eigenen Vertrieb. Wenn man also in die Buchhandlung geht, dann muss man meine Bücher bestellen. Sie sind aber über die Barsortimenter lieferbar und in der Regel am nächsten Tag in der Buchhandlung erhältlich. Und ich bin ein Freund von kleinen Buchhandlungen. Also wenn die Hörerinnen und Hörer da auch Freunde kleiner Buchhandlungen sind, dann kaufen sie am besten meine Olga-Romane in der Buchhandlung. Aber man kriegt es natürlich bei Amazon, bei Thalia, bei Hugendubel, bei Weltbild, also überall da, wo man im Internet auch Bücher bestellen kann, bekommt man sie auch und sie sind gut verfügbar. Kommen wir zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? ich wünsche mir tatsächlich von meinen Leserinnen und Lesern eigentlich nichts. Ich wünsche meinen Leserinnen und Lesern, dass sie, wenn sie meine harmlosen Olga-Romane in die Hand nehmen, ohne Mord und Totschlag, sich trotzdem unterhalten fühlen, dass es ihnen gefällt, dass die Figuren einen gewissen Raum haben, sich zu entwickeln, dass auch ein bisschen Platz ist eben fürs Zwischenmenschliche und ein bisschen Amore. Mir ist ja schon gesagt worden, du schreibst eigentlich Liebesromane. Naja, ich finde, Liebe ist ja gar nicht so verkehrt, also ein bisschen mehr Liebe, wenn in der Welt wäre, wäre die Welt vielleicht sogar netter. Also ich schreibe, in erster Linie, also mal, weil ich mir selber meine Märchen erzählen mag, ne, da habe ich also nach wie vor einen Spaß dran, aber dann eben auch mit dem Hintersinn, es ist unterhaltende Literatur. Wenn der eine oder andere Gedanke dann die Leser oder den Leser anregt, freut mich das. Jetzt bei Gewissenlose Wege, ich habe das ja vor einem halben Jahr schon gesagt und es klang hier vielleicht so ein bisschen verrätselt an, geht es um das Geschäft mit Organtransplantationen und eben Spenderorgane. Und meine Frau ist Chirurgin und hat bis zum letzten Jahresultimo auch ganz viele Jahre für Eurotransplant gearbeitet. Es gibt viel zu wenig Spenderorgane für viel zu viele Menschen, die Spenderorgane bräuchten. Und dadurch gibt es eben auch viel Missbrauch in der Welt, auch in Europa. Früher hat man das mehr in Südostasien und im Nahen Osten verortet. Aber es ist so illegaler Organhandel und so ist ein Problem. Und das Problem ist natürlich auch deswegen da, weil wir halt zu wenig Spenderorgane haben. Also ich selber habe mich dann mit dem Thema vor einigen Jahren schon auseinandergesetzt und habe jetzt so einen Organspendeausweis und das muss jeder ja für sich selber entscheiden. Aber wenn eine Leserin oder ein Leser dann sagt, Mensch, ich mache jetzt auch in mein Geldbeutel so einen Organspendeausweis rein, dann wäre das was. Ne? Wobei also er sagt, das Schicksal ist sehr gnädig, wer einen Organspendeausweis im Geldbeutel
trägt, wird 95 Jahre alt. Und wenn dann ein Nierchen nur am anderen das Weiterleben erleichtert, dann ist ja in Ordnung. Ne? Also ich denke, also immer, ne? Der Geizige wird bestraft, ne? Und der Freigebige wird belohnt. Ne? Aber ist natürlich ein naiver Glaube. Ne? Aber ansonsten wünsche ich meinen Leserinnen und Lesern, dass sie ein paar Stunden Freude haben an der Literatur, und das freut mich dann auch. Das hast du sehr schön gesagt. Das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du heute zum zweiten Mal mein Gast warst. Natürlich bist du wieder herzlich eingeladen mit Teil 3. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich freue mich schon sehr darauf. Vielen Dank. Ja, Emilia, ich sage auch nochmal danke für die Einladung. Ich wünsche dir alles Gute. Und wie gesagt, ich bleibe ein treuer Stammhörer deines Podcasts. Und ich bin jedes Mal wieder begeistert, wie viele unterschiedliche Sachen ich auf die Öhrchen bekomme mit meiner Lesung. Alles Gute. Toi, toi, toi. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ganz, ganz lieben Dank für deine Worte. Das ist wirklich ganz toll. Ja, also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.